Hallo, willkommen bei Lehrer sein. Heute geht es darum, wie das Lehramtsreferendariat aufgebaut ist. Das heißt, aus welchen Teilen es sich zusammensetzt, wie lange die einzelnen Teile dauern und mit welcher Prüfung es abschließt. Viel Spaß bei diesem Video. Grundsätzlich kann man das Referendariat unterteilen nach dem Ort, an dem die Ausbildung abläuft, und nach den Phasen. Vom Ort her läuft die Ausbildung ab im Seminar bzw. an der Schule. Im Seminar erlernt man das didaktische Know-how und in der Schule unterrichtet man und bekommt somit die Praxis. Und das Ganze unterteilt sich ungefähr 50-50. Von den Phasen her unterteilt sich das Referendariat in die Hospitationsphase, das erste und das zweite Hauptsemester und das Prüfungssemester. Die Hospitationsphase variiert je nach Bundesland und kann 0 bis 6 Monate dauern. Alle anderen Phasen dauern ein Schulhalbjahr, womit das Referendariat nach 18 bis 21 Monaten mit dem zweiten Staatsexamen abschließt. Genau, und diese Phasen, nämlich die Hospitationsphase, das erste und das zweite Hauptsemester und das Prüfungssemester, das stelle ich euch jetzt noch etwas genauer vor. In der Hospitationsphase ist man, wie der Name schon vermuten lässt, nur der passive Zuschauer. Das heißt, man sitzt hinten in einem Unterricht von einer Kollegin oder einem Kollegen und schaut zu. Hinten sitzt man logischerweise, weil man da die Schüler am wenigsten stört. In dieser Zeit hat man keinen eigenen Unterricht, jedoch hat man da diverse Arbeitsaufträge des Seminars zu erfüllen. Beispielsweise einen Kollegen begleiten über einen längeren Zeitraum, beispielsweise eine Woche oder zwei. Eine Klasse begleiten über einen längeren Zeitraum. Oder, sofern es in der Schule vorhanden ist, in diverse Abteilungen reinschnuppern. Im Übrigen wird man in der ganzen Zeit des Referendariats häufiger als LIV bezeichnet. Das steht für Lehrkraft in Vorbereitung, sowohl Jungs als auch Mädels. Während so bezeichnet ist geschlechtsneutrale Bezeichnung. Nach der Hospitationsphase beginnt das erste Hauptsemester. Im ersten und im zweiten Hauptsemester unterrichtet man. Das heißt, man ist zuständig für die Planung und die Durchführung des Unterrichts sowie für die Benotung der Schülerinnen und Schüler. Wie viele Stunden man dabei unterrichtet, hängt davon ab, an welcher Schulform man ist. Denn man unterrichtet ungefähr eine halbe Stelle. Das bedeutet, ist eine ganze Stelle beispielsweise 25 Stunden, dann hat man 12 bis 13 Stunden Unterricht zu erteilen. Parallel hat man logischerweise noch Seminarveranstaltungen. In vielen Bundesländern gibt es das sogenannte Mentoring-Programm. Das heißt, man bekommt eine Kollegin oder einen Kollegen an die Seite und mit dieser Person kann man den Unterricht besprechen, beziehungsweise eher mit diesen Personen, denn man hat ja meistens zwei Fächer und pro Fach hat man eine Mentorin bzw. einen Mentor. Genau, man kann mit denen eben die Planung und die Durchführung des Unterrichts besprechen und, was noch ganz gut ist, man kann mit denen auch den Unterricht ein bisschen reflektieren, denn die sitzen in zwei Stunden pro Fach im Unterricht mit drin. Das ist der sogenannte doppelbesetzte Unterricht. Nach dem zweiten Hauptsemester kommt man auch schon in das Prüfungssemester. Im Prüfungssemester hat man weniger Stunden zu unterrichten. Bei mir in Hessen an der Berufsschule waren es zum Beispiel 6 bis 8 Stunden, die vorgeschrieben sind. Man hat auch weniger Seminarveranstaltungen. Sinn und Zweck des Ganzen ist logischerweise, dass man sich auf die Prüfung vorbereiten kann. Beim zweiten Staatsexamen führt man seine Unterrichtsproben durch in den Fächern, die man eben hat, und reflektiert diese dann mit der Prüfungskommission zusammen. Anschließend geht es nach einer kürzeren oder längeren Pause in die mündliche Prüfung. Diese Pause, die zwischen der Reflexion und der mündlichen Prüfung stattfindet, die ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. In Hessen beispielsweise war das so, dass es nur eine kurze Mittagspause war, von einer Stunde, anderthalb oder sowas, und dann ging es in die mündliche Prüfung. In manchen Bundesländern ist es so, dass die mündliche Prüfung ausgelagert ist und es am nächsten Tag oder ein paar Tage später stattfindet, womit logischerweise die ganze Prüfung so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Hat man die einzelnen Prüfungsbestandteile hinter sich gebracht, bekommt man zeitnah auch die Note mitgeteilt. Und zwar sowohl die Noten für die beiden Fächern, als auch die Note für die mündliche Prüfung, als auch die Endnote für das Referendariat. Und dann ist man logischerweise fertig ausgewählte Lehrkraft. Nachdem man das zweite Staatsexamen bestanden hat, kann man sich an der Schule seiner Wahl bewerben. Das kann natürlich die Schule sein, an der man das Referendariat gemacht hat. Das hat natürlich die Vorteile, dass man die Schule schon kennt, die Abläufe schon kennt, die Kollegen kennt, die Schüler kennt und einfach nur da weitermacht, wo man aufgehört hat, nur mit einer vollen Stelle oder vergrößerten Stundenzahl. Oder man bewirbt sich an einer anderen Schule seiner Wahl und diese kann auch in einem anderen Bundesland liegen. Denn obwohl die Abläufe des Referendariats etwas abweichen von Bundesland zu Bundesland, so ist diese Aussage, dass man eben eine fertig ausgebildete Lehrkraft ist, allgemeingültig, was logischerweise einen dazu berechtigt, in ein anderes Bundesland zu gehen und dort an einer anderen Schule anzufangen. Das war es auch schon, was ich euch erzählen wollte zu dem Ablauf des Lehramtsreferendariats. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.